Ob ich jetzt mal oder tätowiere, ist nicht wirklich ein Unterschied, weil ich mit der Tätowiermaschine gleich umgehe wie mit einem Malpinsel, vom Gefühl her, oder mit einem Zeichenstift. Es ist erst dann krass und befreiend zu tätowieren, wenn man im Kopf so frei ist, dass man das Gefühl hat, dass man auf dem Papier zeichnet, obwohl man auf der Haut tätowiert. Wenn es eins wird, dann verschmilzt. Es ist ja angesehen schon seit, ich glaube, 2 Jahren jetzt schon als Kunst. Eher so wie ein Bildersammler. Also ich weiß nicht, ich würde mich ja nie nur von einem Tätowierer voll tätowieren lassen. Ja, es gibt solche Kunden, die was sagen, ich Tüpfelchenreiter sind, heißt das so, ich glaube, gell. Also wo du echt schon findest, ja, das schaut schon super aus und alles, aber dann sagst du, da noch ein bisschen und da und dort. Also genau, mache ich nicht. Weil so wie das ganze Motiv aufgebaut ist, es passt, das Verhältnis passt, ich kann da nicht mehr reintun, ich kann da nichts machen, es ist meiner Meinung nach perfekt. Und der dann, nein, ich will da noch mehr haben und so, sage ich, nein, das mache ich nicht, ne? Ich werde nicht meine eigene Tätowierung verhauen. Ja, aber das ist ja meine, sage ich, aber ich habe es gemacht. Und dann fangen sie zu diskutieren an, die verstehen das nicht, dass wenn als Künstler das machst, dass das erledigt ist und nicht wieder hingehst und wieder zerstörst, nur weil der sich einbildet, dass das gut ausschaut, obwohl es nicht ist. Ich meine, nachsagen kannst du irgendwie auch nicht, ne? Außer du findest, okay, es schaut echt scheiße aus, wenn du das jetzt noch dazu machst, was der da haben will, ne? Dann musst du sagen, als Tätowierer dazu. Das schaut nicht gut aus, ne? Und dass du dann zu einem Stil kommst, wo du sagst, das ist jetzt wirklich mein Ding, was ich jetzt immer mache und so weiter und so fort, das dauert, das hat er noch nicht wirklich, das habe ich noch nicht wirklich. Ja, dann bin ich hergekommen und habe gesagt, ja, nein, schaut nicht schlecht aus. Und gehst gleich hinter, machst die Spitzen, zeige ich dir dann gleich. Und habe gleich einen Teil ein bisschen zum Arbeiten und so hat es dann angefangen. Ne? Mit der Zeit kriegst du dann ja ein bisschen ein Gefühl dafür, ne? Und dann kannst du mit den Kleinigkeiten eben anfangen. Ne? Du sagst, du machst einmal kleine Schriftzüge oder Sterne, wobei Sterne eh schon zu den schweren Sachen von den Kleinigkeiten dazugehen. So steigert sich das dann immer mehr. Du kriegst dann immer mehr, du lernst einfach immer mehr die Linienführung mit der Zeit und alles. Und so wirst du dann auch immer größer mit den Motiven und du traust dir dann selber mehr zu. Ja. Das Messen an der Tätowierung ist, wenn man es halt anschaut und sagt, ja, die Linienführung, Schattierung, wie sind die Formen drinnen, wie ist das Bild ausgewogen, wie ist das angeglichen am Körper anatomisch, an der Bewegung, wie kreativ ist die Tätowierung und das Ganze kann man dann zusammensetzen, wie so ein Punktesystem. Martin, Cover-Up zum Beispiel, das ist ein Wahnsinn, also das finde ich voll cool. Das war so, dass die Tätowierung, also einen gewissen Stollner mit Bikini und so, dass die so schier waren, dass sie nicht traut haben, im Sommer sie zu zeigen und auszuziehen. Und dann denke ich mir, ja, dann macht was voll Schönes und so, man freut und dann gehen sie wieder gern bauen. Dann denke ich mir, das macht dann schon Spaß, sowas, wenn es so geschätzt wird dann. Ja, Lebenseinstellung ist es eigentlich. Lebenseinstellung. Meine Lebenseinstellung. Mein Leben eigentlich. Ja, das ist für mich tätowieren.
Was machst du, wenn du alt bist? Bond sein, keine Ahnung. Und gleich scheiße auch schon mit Donau im Bund.